Ja, erstens, also sehr, sehr erfreulich, dass wir das dann drüber gebracht haben. Ich denke, wir hätten schon viel früher entscheiden müssen. Erste Halbzeit, wenn wir ein klares Spiel überlegen, haben so viele Chancen gehabt, wo der letzte Pass nicht passt, also funktioniert hat. Da müssen wir schauen, dass wir effizienter werden in den nächsten Spielen. Dann bin ich guter Dinge, dass das wieder hinhaut in den nächsten zwei Spielen mit 3 Punkten. Und ja, heute bin ich dann froh, dass wir am Schluss das noch alles klar gemacht haben in 3-1. Und war ganz wichtig, die 3 Punkte jetzt einmal, dass wir die holen nach einem Alltagsmatch. Hartberg hat ja, glaube ich, eine relativ konstante Saison gehabt. Wir haben doch einiges Auf und Abs gehabt und haben eigentlich heute, also eigentlich klar dominiert, die Hartberger, und hätten den Sack ja eigentlich klar zumachen können. Natürlich ist dann, glaube ich, sehen wir jede Woche, wenn du es dir da nicht machst, dann wird es nochmal eng am Schluss. Aber ich glaube, wir haben da als Mannschaft dann gut verteidigt und haben das dann ja auch natürlich bei der Ansituation Glück gehabt, aber haben dann einen Deckel drauf gehabt und waren, glaube ich, verdiente 3 Punkte. Ja, wir haben sie auf jeden Fall nach dem Spiel in Altach haben wir sie vorgenommen, dass wir da jetzt da unser Gesicht zeigen, das, was wir spielen können. Das hat man, glaube ich, in den ersten 30 Minuten gleich gut gesehen. Dann sind wir in Führung gegangen. Dann die letzten 15 Minuten in der ersten Halbzeit ist ein bisschen zart geworden, aber dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, müssen wir den Sack zumachen. So wird es dann nochmal spannend, aber haben wir dann drüber gebracht und dann ist 3-1 noch gemacht und den Deckel drauf gemacht. Nein, also man muss ehrlich sein, es war die letzte Leidenschaft da. Jeder wollte den Ball haben. Wir haben Laufwege gehabt, die, wo wir vielleicht keinen Ball kriegen, aber dafür einen Raum für einen anderen aufzieht. Wir haben mal Geduld gehabt, dass wir mal die Seiten wechseln ein paar Mal. Wir haben dann natürlich auch ein richtig gutes Passspiel gehabt, haben einige Flanken gehabt und ja, so ist es halt dann uns leichter gefallen, Chancen zu kreieren. Und wenn du Chancen kreierst, kriegst du da Selbstvertrauen und dann kriegst du auch Oberwasser. Ja, ich trainiere ein, zweimal in der Woche, lege ich mir die Bälle auf und schieße. Da funktioniert es auch manchmal nicht so schlecht und da habe ich mir gedacht, ich nehme ihn, war entschlossen und habe ihn reingehört. Ja, also ich glaube, ich brauche nicht damit umreden. Corona hat mich gebeutelt. Also ich bin ja ein paar Tage daheim gelegen und bin jetzt 3 Wochen im Training. Gegen Alltag ist es noch relativ schwer gewesen, dass ich reinkomme, die 20 Minuten. Die Pumpen geht schon einiges mit dem Puls höher als normal ist, aber ja, so von Beginn weg ist das heute eine andere Sache als reinkommen und eigentlich ist mir relativ gut gegangen. Dann, wie das Spiel halt offener worden ist, dann so ab der 60., 65. habe ich schon gemerkt, es war schon vielleicht noch weitergegangen, aber es gibt ja noch Spiele in der Woche. Ja, ich glaube, wenn wir so spielen wie heute, überhaupt die ersten 30 Minuten, dann haben wir eine gute Chance, dass wir die letzten 2 Spiele auch noch gewinnen und dass wir sich dann das Heimrecht für 7. gegen 8. sichern. Vielleicht dann sogar für Fans, das war halt der Wahnsinn, aber schon mal schauen, bis dort hier wird. Wir haben heute ein Druckspiel gehabt, haben dem Stand gehalten, haben uns die Tabellenführung wieder erobert und ja, also mein Ziel ist klar, die Tabellenführung nicht mehr hergeben.